Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte fast vergessen. Und zwar bin ich hier gerade dabei, meinen Drehschemel abzubauen. Also sonst alles noch genauso wie vorher. Die Stempel sind raus, habt ihr ja gesehen. Also ich habe noch nichts gemacht, außer versucht, die Drehschemel abzunehmen. Da habe ich gerade gesehen, oder habe ich gerade die Schraube lose geschraubt. Mann, gerade so. Ne? Und dann habe ich gedacht, scheiße, das ist ja die verkehrte Schraube. Ich muss ja hier hin. Da, hier, da und auf der anderen Seite ja auch. Da muss ich ja hin, habe ich den Schlagschrauber mit den Schlagschraubernüssen von Marian, die ich bekommen habe. Das Set ist übrigens mega geil. Bis zu 24er Nüsse, lange Verlängerung, alles dabei, kurze Verlängerung. Ne, jetzt habe ich gerade die 19er Nüsse im Gebrauch. Wie gesagt, ist hier schon drauf. Aber der Schlagschrauber, der hat da keinen Bock drauf. 600 Newtonmeter Löse im Moment angeblich. Allerdings muss ich auch sagen, ist auch ein bisschen kastriert mit dem blöden Schlauch. Der ist natürlich relativ dünn. Und ich habe leider keinen dickeren. Ich habe auch keinen Gartenschlauch mehr, sonst könnte ich ja das noch verwursten. Aber ich kann mir aktuell noch nicht mal einen Gartenschlauch, noch nicht mal einen Schlauch bauen. Also habe ich jetzt aktuell nicht. Normalerweise reicht der Dünner auch für die normalen Arbeiten, Radbolzen und hin und her. Aber Radbolzen sind ja auch nur 120 Newtonmeter oder sowas fest. Ich weiß nicht, die Dinger sind so vergammelt und verklumpt. Ich kann euch das nochmal kurz demonstrieren. Ich wies du das nochmal. Wie gesagt, ich bin hier schon bei angefangen und irgendwie so im Trott. Ne? Ich war heute Vormittag war ich hier bei den Platten nochmal bei. Die restlichen Platten, die mir Sabine darunter gefegt hat, nochmal wieder drauf gemacht. Und dann habe ich das Tor noch repariert. Also da mussten Wartungsarbeiten, ein bisschen ölen und so. Und hin und her. Und dann bin ich hier so bei angefangen. Und irgendwann dachte ich so, irgendwie ein bisschen ruhig. Irgendwas fehlt hier auch. Ja klar, ihr seid gar nicht da. Mensch, Kamera geholt, 20.000 Leute wieder hier hinter mir stehen. Dann geht es mir auch gleich wieder besser. Dann macht die Arbeit auch wieder Spaß. Hat die Arbeit auch einen Sinn, nicht wahr? Ja, hier war ich gerade schon bei am Rumrotieren. Ich zeige euch das mal kurz. Ich brauche ja gar nicht. Ich brauche mir noch nicht mal kontern, weil so fest, keine Chance. Hammer, ne? Machst du nicht. Kannst du das Dach machen wahrscheinlich. Wie gesagt, Schlauch ein bisschen dünn leider, ein bisschen kastriert. Ist ein bisschen blöd, ein bisschen ärgerlich. Aber ich habe jetzt aktuell, wie gesagt, keinen. Oh, wo ich gerade dabei bin, fragte auch einer. Ich bin übrigens noch in den falschen Monaten, das ist noch Februar überall, sehe ich gerade. Fragte einer, was das für ein Kalender ist mit dem Kramer drauf. Das ist ein Kramp-Kalender. Ja, das ist der Kramp-Jahreskalender. Daneben ist LKQ, ich weiß nicht, was es ist. Ne, von L-Ring, genau, L-Ring. Und das ist ja der von JP, den kennen ja viele. Ja, muss ich jetzt mal einen Monat weiterstellen, sehe ich gerade. Ja, also was mache ich jetzt? Erzählt mir das mal bitte. Flex die Schrauben einfach ab oder besorge ich mir jetzt mal einen anderen Schlauch mit mehr Casala oder was? Ich habe keine Ahnung. Tja. Guter Rat ist teuer, ne? Aber bringt denn ein dickerer Schlauch was? Ja, der bringt bestimmt was, ne? Ein bisschen mehr Durchfluss. Ich muss eben gucken, ob ich da noch was finde. Ich hole euch gleich wieder. So, Kinders, ich habe da mal was gefunden. Der ist auf jeden Fall, ja, eine Nummer oder zwei größer. Den habe ich jetzt auch direkt am Kompressor angeschlossen, ohne das Ganze oben über die Balken, damit ich ein bisschen mehr, ja, Straight Pipe habe. Ob das jetzt was bringt, sehen wir nachher mal aus. Ich habe ja leider auch nur zwei Motoren von drei laufen bei meinem Kompressor. Weil ich ja den blöden Lichtschalter immer noch dazwischen habe. Wie gesagt, ich habe das ja mal in dem einen oder anderen Video mal erzählt, dass ich jetzt hier auch eine neue Elektrik bekomme mit richtig Kraftstrom. Das fehlt mir hier alles. Und dann habe ich auch ordentlich Casala auf der Leitung, dass ich hier den Kompressor auch mit drei Motoren laufen lassen kann. Jetzt ja, hat er natürlich keine Chance. Fehlt natürlich ein Motor. Ja, das Sandgestrahlte sieht ja immer noch sehr gut aus, muss ich sagen. Das spinkelt hier ja. Alter Schwede, es kann doch nicht sein, dass ich die blöden Schrauben nicht lose bekomme. Einen größeren Schlauch habe ich auch jetzt nicht. Wenn das jetzt nicht klappt,
dann weiß ich auch nicht. Ist das denn jetzt die erste Schraube, die wir schon direkt heiß machen müssen? Ob das sowas bringt, aber ich will auch nicht unnötig an dem neuen Drehkranz hier rumkokeln, das ist auch scheiße. Die sehen alle so scheiße aus, die Schrauben, ey. Die sehen richtig kacke aus. Da geht's ja schon gut los. Ja, gut. Ich würde sagen, ich fummel hier ein bisschen weiter, will auch nicht weiter langweilen. Dann hole ich euch gleich wieder, wenn ich irgendwie eine Lösung gefunden habe. So, Kinders, Atze macht Glatze. Dann wollen wir mal sehen, ob das auch was kann. Die Hitze, ob das was bringt. Ich habe hier das Gerät mal ausgepackt, habe das eingestellt, jetzt hinten an der Flasche auf 0,25 Bar. Moment. Ja, 0,25, also es geht gleich noch runter, wenn ich das aufdrehe. Und hier auf 2,5 Bar, so wie ihr mir das erzählt habt. Das heißt, da dürfte eigentlich alles passen von der Einstellung her. Dann möchte ich mich einmal ganz herzlich bei einem unbekannten Zuschauer bedanken. Und zwar hat er mir diesen Feuerstein spendiert. Wahrscheinlich, weil er Angst hatte um mich. Vielen lieben Dank dafür. Richtig geil. Aus meiner Amazon-Wunschliste. Wo wir gerade beim Bedanken sind, möchte ich mich gerne einmal bei Jonas bedanken für dieses Super Crack, also sprich Eis-Entroster. Aber ich glaube, in diesem Fall bringt das Ding mir auch leider nichts weiter. Auch wenn es passend kommt. Vielen lieben Dank, Jonas. Und ein unbekannter Zuschauer, richtig geil, hat mir aus meiner Liste dieses Kältespray geschenkt. Minus 50 Grad. 4 Döschen sind da in diesem Paket gewesen. Richtig, richtig nice. Da bin ich mal gespannt, was das bringt, weil da habe ich auch schon öfter gehört, dass man damit auch unheimlich gut festgerostete, gerade so aus so Bremsleitungen und sowas oder Hydraulikleitungen damit super lose bekommen soll. Aber ich glaube, auch hierfür ist das nichts. Ich glaube, da kommt man hiermit auch nicht weiter. Ich glaube, hier hilft tatsächlich nur richtig Hitze. Also schönen lieben Dank euch drei für die Unterstützung. Und jetzt werde ich das Ding direkt ausprobieren, um damit mein Brenner zu starten. Wie gesagt, ich habe damit noch nie wirklich gearbeitet. Wir werden gleich sehen, ob es was bringt. So, ich habe da noch nie mit gearbeitet. Ich habe da ein bisschen Respekt vor tatsächlich. Oh. Das funktioniert aber richtig gut. Oh. So, oder? Frei nach dem Motto, was Flüssiges kann nicht mehr fest sein. Mal gucken, ob das jetzt was gebracht hat. Ich bin echt mal gespannt. Tatsächlich. Richtig geil. Ja, würde ich sagen, ist lose, ne? Cool. Ja, das war natürlich auch eine, die haben natürlich auch richtig zusammengepackt, ey. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist ja eine ganz andere Möglichkeit zu arbeiten mit. Also das ist ja Hammer. Das war noch nicht mal jetzt irgendwie heftig rot glühend oder so. Ich habe es nur ordentlich heiß gemacht, aber also war jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt kurz vorm Schmilzen war oder so. Geil. Probieren wir direkt bei der nächsten Schraube nochmal aus.
Lebt ihr noch? Ja, ne? Ja, die ist lose. Traue ich mir jetzt aber nicht anzufassen. Auf jeden Fall, die Mutter ist, liegt da unten auf dem Boden. Richtig gut. Das ist natürlich jetzt, ja, das ist das Werkzeug, ne? Das ist jetzt tatsächlich das Mittel der Wahl. Alle Schrauben heiß machen und dann kriegt man sie auch ordentlich lose, ne? Man könnte sie theoretisch nochmal benutzen, weil sie jetzt ja relativ sauber gebrannt sind. Aber auf die Idee komme ich, so ist besser mit dem Licht, ne? Aber auf die Idee komme ich natürlich überhaupt nicht. Da kommen natürlich überall neue Schrauben rein. Das ist natürlich ganz klar. Aber das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Also nochmal, Carsten, wenn du das siehst, schönen Dank, dass du mir das Ding verkauft hast. Richtig nice, also wirklich richtig nice. Da hast du mir echt eine Freude mitgemacht. Gut, dann würde ich sagen, ich fummel jetzt, also es wiederholt sich jetzt natürlich, ich fummel jetzt die anderen Schrauben auch lose. Und ich habe übrigens das Teil schon da hinten abgestützt, auf den Warenheber mit so einem Holzklotz drunter. Das heißt, dann kann ich gleich das ganze Ding hochbocken. Momentan, wenn ich es jetzt hochbocke, hebt sich noch der Arsch hoch, weil hinten ja leichter ist als vorne. Aber das wird sich wohl gleich ändern, wenn die Schrauben alle lose sind. Dann hoffe ich mal, dass man den anbocken kann und ich ihn dann so runter wegziehen kann. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Ich mache mir jetzt ein bisschen Mucke an und dann wird das gelöst. Geil. Dank Acetylen und Sauerstoff habe ich jetzt den Drehschemel befreit. Hier seht ihr noch die Schrauben rumoxidieren. Die anderen sind alle lose, stecken teilweise aber noch. Aber das soll ja dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ich habe hier jetzt einen zweiten Balken nochmal runter gemacht, damit das Ganze ein bisschen höher kommt. Weil es halt ein bisschen, ja, ist halt schon eine Höhe. Und ja, da seht ihr jetzt nochmal alles lose. Hoffe ich zumindest. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Das heißt, ich stelle euch jetzt gleich mal dahin, dann könnt ihr mal zugucken. Weil wenn er hochhebt, dann befürchte ich, das Kit, dann kippt er garantiert zu irgendeiner Seite. Wahrscheinlich nochmal hinten bei meinem Glück. Ein bisschen gucken, ob ich den dann gleich gerollt bekomme, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dass man einfach den dann wie so eine Schubkarre durch rechts zieht. Ich muss erstmal den Schlauch in Sicherheit bringen und alles ein bisschen aus dem Weg räumen. Der Karton von Werni steht da hinten noch. Genau, das mache ich jetzt und dann bin ich mal gespannt, ob das Ganze klappt, ob wir den Anhänger befreien können. So, Schlauch ist soweit weg. Der hier ist noch ein bisschen im Weg. Da pumpe ich das Ganze jetzt mal ein bisschen hoch. Hinten kommt er schon und vorne. Vorne nicht, warum nicht? Was dann so ein paar Hammerschläge ausmachen, ne? Jetzt hängt er da noch. Gucken, ob ich ihn jetzt schon bewegen kann. Fest, wa? Ah, geht aber. Sehr gut. Das ist ja richtig fantastisch. Geil. Ja, guck, nun hängt er hier in der Luft. So wie es geplant war. Das sieht aber noch alles echt gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist tipptopp. Jetzt kann man hier natürlich auch wunderbar dran arbeiten. Den hier schraube ich natürlich auch noch lose, ist klar, dass ich ihn dann vernünftig wieder fetten kann und sauber machen kann. Ne? Ist ja auch vom Sandstrahlen ein bisschen Sand rein und so, das muss natürlich alles raus. Ja, das gefällt mir. Guck, und hier drunter, ja, das sieht eigentlich auch so aus, wie ich es erwartet habe. Alles ganz gut. Grundsätzlich ist der tatsächlich echt in einem super Zustand, der Kipper. Das hätte ich gar nicht gedacht. Jetzt kann ich hier nämlich auch schön Sand strahlen, wie gesagt. Das will ich ja als nächstes nochmal machen. Da nochmal die Bremse auseinander. Mal gucken, wie es da drin aussieht. Da könnt ihr mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr das nochmal sehen wollt.
wenn ich Sand strahle, wenn ich die Achsen hinten, jetzt hinten muss ja auch runter, das wird dann ja gleich zusammen gestrahlt, ob ihr das dann nochmal sehen wollt oder ob ihr sagt, nee, das hat uns gereicht vom Anhänger, lass mal lieber. Ja, sehr cool, die Deichsel kann dann ab, das kann dann alles lose, alles ab, aber das mache ich erst, mache ich das ab überhaupt, weiß ich gar nicht. Ob ich das überhaupt abmache, fällt mir jetzt gerade ein, weil eigentlich kann die auch sitzen bleiben. Stören tut sie ja nicht beim Lackieren und so. Kann ja eigentlich dranbleiben. Wichtig ist, dass das Bremsgeschlunze gereinigt wird und da komme ich natürlich super ran. So, das ist ja super in Ordnung. Da kann ich ja wunderbar dran arbeiten jetzt. Klasse, das freut mich. Dann werde ich den jetzt vernünftig auf Böcken stellen und dann kommt hinten die Achse drunter weg. Ja, eins nach dem anderen. Aber ich würde sagen, das hat uns erstmal gereicht. Acetylen und Sauerstoff ist Gold wert an dieser Stelle. Richtig gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren wäre super und bis zum nächsten Mal. Tschüss.